angegriffen. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung gab es 4 Verletzte. Die Polizei nahm dies zum Anlass, wie am Anfang schon beschrieben, aggressiv in die Häuser einzudringen. Während der gesamten Polizeiaktion wurde nicht versucht, mit dem Mörderin zu kommunizieren. Es wurden nur Befehle auf Deutsch den Menschen entgegengerufen. Die Polizei behauptete, der Angriff sei von Linken ausgegangen und eben diese seien in die Häuser in den Taschen geflüchtet. Vielmehr hat die Polizei hier aber genau das getan, was sich die bürgerliche Mitte seit Tagen und Monaten gewünscht hat. Den Menschen deutlich zu zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Wir sagen dem rassistischen Mob den Kampf an. Niemand hat den Menschen zu sagen, wo und wie sie leben.